Hallo und willkommen zurück zu Celeste, wo hier. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was das hier sein soll. Also außer Qual. So. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Willst du mich gerade verarschen? Gut. Okay, ich sehe mich sogar ganz leicht. Genau, hier ist eine Erhöhung. Anscheinend erkennt ihr mich ganz leichte Umrisse. Punkt, Punkt. Aber warum bin ich so? Ich bin so unfähig, auch nur irgendetwas anderes zu tun. Wie soll ich nur jemals mit all dem zurechtkommen? Punkt, Punkt, Punkt. Hey. Bist du okay? Nein, nicht wirklich. Es ist in Ordnung, komm her, lass mich dich umarmen. Was genau denn? Wer redet denn hier? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Punkt. Hier haben wir auf einmal Storyman. Punkt, Punkt, Punkt. Danke. Nun, lass uns zusammen daran arbeiten. Na gut.
Ich weiß, du bist. Ich weiß, du bist gerade. Da gehört definitiv ein D hin. Gerade an einem sehr dunklen Ort. Aber ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen. Okay. Also, versuch mal nach rechts zu gehen. Okay. Einfach ruhig bleiben. Wir kriegen das schon hin. Das sind ein paar Blasen direkt vor dir. Du musst sie nach rechts nehmen, bis du in der vierten bist, welche du dann nach oben nehmen musst. Dann einfach wieder rechts. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Siehst du, wir schaffen das. Es ist halt blöd, wenn ich wirklich gar nichts sehe, muss ich sagen. Yeah. Kommt mir nicht. Ja, gut, kann man im Deutschen auch sagen, aber ich weiß es nicht. Ich habe immer noch Angst. Ich meine, ich sehe nichts, also kommt mir ein bisschen blöd vor. Ich werde mir das auf jeden Fall in den Editor angucken, aber ich weiß nicht, wie das Level ausschaut. Musst du nicht sein. Ich bin hier für dich. Jetzt musst du nur noch nach rechts, aber fall nicht hin. Haha. Da ist eine kleine Stufe. Ich war immer noch mal kurz. Okay, also sieht aus wie mehr Blasendünst. Okay. Die erste ist direkt über dir. Dann nimm sie nach rechts. Zweimal nach oben, nach rechts, nach unten, dann wieder nach rechts. Rechts, hoch, hoch. Oh mein Gott, Alter. Also rechts, hoch, hoch. Rechts, runter, rechts. Rechts davon ist dann eine Wand. Kletter sie hoch und springen dann. Sind da oben noch ein paar Blasen, die du nach rechts nimmst. Hallo, muss ich das ganze Level lernen? Das klingt alles so kompliziert. Haha. Ich habe es bestimmt schlecht erklärt. Aber vertraue mir, es ist ziemlich simpel. Warte. Warte. Eins, zwei. Okay, ja. Eins, zwei. Ich weiß noch mal, was am Ende. Ich weiß noch mal, was am Ende war. Aber warte, ich muss erst bewegen, sonst geht viel nicht. Also wenn ich das hier mache. Direkt über dir. Hoch, rechts. Hoch, hoch, rechts, runter. Hoch, rechts, hoch, hoch. Hoch, rechts, hoch, hoch, rechts, runter, rechts. Warte, was kommt denn danach dann? Mein Gott, Alter, warum muss man sich so eine lange Kombination merken? WTF, Alter. Also wir haben, ganz ehrlich, ich schreibe mir das mal eben auf.
Wir haben hoch. Rechts. Hoch, hoch. Rechts. Unten rechts. Und dann soll da rechts eine Wand sein. Also ich halte dann rechts durch anscheinend. Hoch. Rechts, hoch, hoch, rechts, runter. Okay. Ah, und die soll ich hochklettern. Siehst du? Ich sag doch, es ist nicht so schlimm. Also, das an sich ist schon irgendwie ziemlich krass, muss ich ja sagen. Nein, ich sehe nicht. Um genauer zu sein, kann ich gar nichts sehen. Also weiter. Okay. Also geh ein bisschen weiter. Dann solltest du auf einen bewegenden Block landen. Bleibe auf dem Block so circa 1 bis 2 Sekunden. Dann sollte da noch einer sein. Oben links von dir. Dash hoch und bewege dich nach links. Dann solltest du, dass du dich an den Block festhalten können. Oh mein Gott, Alter. Die Entfernung sieht hier gleich aus. Also, warte nochmal 1 bis 2 Sekunden. Eins, zwei. Eins. Ja, keine Ahnung, gesagt oben links oder nicht? Sehr gut. Jetzt lauf einfach nach rechts. Also ich muss hier wieder runter. Alles klar. Das hier sieht nicht so schwer aus. Wenn du meinst. Also, da sind zwei von diesen komischen Magma-Blöcken. Einer ist direkt vor dir, der andere weiter rechts. Weiter rechts davon ist sicher Boden. Dann nur noch rechts an die Wand hochklettern. Okay, ich lande nicht auf ihn, das ist das Problem. Okay, auf dem habe ich es geschafft zu landen. Gut gemacht, Hon. Du machst das super. Hon? Es tut mir leid, dass ich so lange brauche. Du bist wirklich sehr hilfreich. Aber ich glaube nicht, dass ich wirklich Fortschritte mache. Ich meine, ich würde gerne mal was sehen. Ich meine, was ist denn das hier für ein Rauch? Keine Sorge, ich bleibe bei dir, solange du mich brauchst.
Das ist ein Dash-Kristall. Da ist ein Dash-Kristall, ein gutes Stück rechts von dir, wo du gerade bist. Den kannst du benutzen, um zur Plattform oben rechts von dir zu kommen. Ah ja. Oh my fucking goodness, man. Muss ich da links? Nein. Ist das ein... Das ist ein Doppel-Dash-Kristall, glaube ich, gewesen. Geh ein kleines bisschen weiter und dashe nach unten. Da sollte dieser Block zu... Das sollte... diesen Block zur anderen Seite bewegen. Upsala. Dann gehe einfach schnell vom Block auf den Abgang rechts. Okay. Noch mehr bewegende Blöcke. Ja, schön. Sieht so aus, als ob sie dieses Mal sehr weit auseinander sind. Also geh nach rechts, bis du auf dem Block landest. Dann warte so 8 Sekunden oder so. Das wird niemals funktionieren. Ich habe keinen Schimmer, wann ich abspringen soll. Du hast recht. Alles klar, ich habe eine Idee. Oh nein. Hör mich aus. Wir kriegen das hin. Okay. Okay, also geh auf den Block, wenn ich dir Bescheid sage. Spring auf der Stelle. Was glaube ich waren? Okay, also 3, 2, 1. Gibt's auch ein Go oder was? Okay, also 3, 2, 1. Sprich. Ah ja. Yay, gut gemacht. Oh. Und sprich. Und sprich. Oh mein Gott, Alter. Und ducken? Okay, sure. Komm ich dafür, aha. Wie der macht sei. Wenn ich los sage. Springen. Und dashe hoch, okay. 2, 1, 0. Los. Okay. Jetzt aber Schluss mit lustig. Ahaha, es tut mir leid. Oh mein Gott, da hinten kann ich wieder sehen. Geh vorsichtig. Ein bisschen nach rechts. Und stopp. Ich denke, wenn du von hier dasht, wirst du darüber kommen.
Cool. Rechts von dir ist eine Wand. Dashe von hier und kletter hoch. Jetzt spring nach rechts rüber. Oh mein Gott. Halt nun, mach diesen super Weitsprung. Hey, warum denn? Okay, und yeah. Danke, Horn. Aber ich glaube, ich kann von hier aus selber. Oh, sehr gut. Aber ich würde immer noch gerne wissen, wer er denn eigentlich ist. Wer ist die Person, die mit mir redet? Hier sieht man wieder. Ich habe noch keinen Save Point, glaube ich, erreicht. Gut, den aktiviert man. Also im Optimalfall so früh wie möglich den hier auch. Gut. Und damit sind wir wieder an einem neuen Checkpoint angelangt. Schatz, es tut mir leid, dass ich so durcheinander bin. Danke, dass du mir dadurch geholfen hast. Ich fühle mich jetzt viel besser. Wer soll das sein? Kein Problem. Ich hab dich lieb. Okay. Ich liebe dich auch. Ich bin verwirrt von. Ich bin sehr verwirrt. Hier fehlt mir irgendwie ein bisschen Background. Du solltest schlafen gehen. Würde dir gut tun. Nein. Es gibt da etwas, was ich zuerst beenden muss. Du kannst aber gehen, wenn du willst. Bist du sicher? Dir sicher. Jupp, ich komme schon klar. Sehr gut, ich bin nämlich ziemlich müde. Hm. Oh, sorry, ich wollte dich nicht wach halten. Oh, es ist okay. Und hör schon auf, dich für alles zu entschuldigen. Warum ist das jetzt Englisch? Schub. Wie dem auch sein. Ich gehe jetzt zu Bett. Viel Glück mit dem Rest hier. Danke dir. Gute Nacht, Smiley. Okay, ich verstehe den Kontext. Also ich verstehe nicht so ganz, was hier drum passiert, weil like, wir sind ja in diesem Level und so. Und like, da passiert auch irgendwas, ich denke mal, außerhalb von hier oder so. Das ist ja wahrscheinlich eher eine Metaphor oder so. Anders bin ich mal unsicher, wie das Sinn ergibt. Das kommt mir ein bisschen weit vor. Also wie gesagt, das kommt mir jetzt like, ein bisschen weit vor. Gibt es irgendeine Tech, die... Ich meine, es gab dieses, das, like... Na, warte mal, wie ging das überhaupt nochmal? Machen wir erstmal die Variante nochmal langsamer. Ich weiß nicht mal, ob mir das hilft. Wahrscheinlich ist das das. Boah, wie ging das nochmal? Ich muss, glaube ich, reindashen. Und dann... Ich glaube, ich muss aus dem Stand. Nein, aus dem Stand.
Mein Gott, Alter. Nein. Oh mein Gott, Alter. Mein Gott, Alter, mach's doch bitte nicht über dem Boden. Ja, irgendwie so im Prinzip wahrscheinlich. Oder irgendwie so ähnlich. Ich bin mega verwirrt. Ich schaue mir das mal im Video an, weil ich mir mega unsicher bin, wie das gehen soll. Okay, ich sehe in gewisser Form, was er gemacht hat, aber ich... Also, pass auf. Schaut es euch an, schaut es euch an. Ich bin mir unsicher, wie genau das funktioniert. Ich glaube, es hat irgendwie was damit zu tun, dass umso höher man selber ist, umso weiter fliegt man auch oder sowas. Oder umso höher wird man dann auch sein beim nächsten Sprung. Das machen wir mal aus, weil das sonst einfach nur unerträglich ist. Ich frage mich, ob das hier alles nur Farewell... nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch was anderes dabei. Aber ja, also hier macht er genau das. Und dann dasht er von dort aus und legt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie er so lange noch im Dash-Modus sein kann oder halt noch den Speed hat. Legt, keine Ahnung. Wie genau das da hinhaut. Dass das so hinhaut. Aber eine Sache, die ich weiß, dass wir uns mal eben zwei Luftsprints gönnen. Okay, ich fühle mich gerade etwas verarscht. So, na also. Also, wir machen die Varianten wieder 100 und machen das hier wieder runter auf Standard. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Thank you.
Gott, Alter. Also es ist irgendwie, du musst halt quasi durchdashen und dann wieder zurückdrücken, also wieder in eine andere Richtung. Und dann quasi springen, damit du eben nicht den Schwungjump machst, sondern quasi einen Walljump, weil das Ding ist ja mehr oder weniger für wenige Sekunden noch als Wand da. Hallo Lava, lange nicht mal gesehen. Wie geht's dir? Was machst denn du hier? Gott, Alter, mich regt das so auf. Okay, scheiß drauf. Es ging noch. Holla. Die Waldfee. Alter, wir machen ja nächstes Mal weiter. Wir werden nicht vergessen und ciao.